Hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier in Path of Exile mit Nugget dem Huhn und Karius Klaus. So, rennst du denn jetzt hier rum? Unsere Helden, die sich durch Rayclass kämpfen und einen Gott nach dem anderen fällen, um das Land zu befreien oder was auch immer die Aufgabe ist, das gehört nun mal einfach zum Job. So, was ist das denn hier? Ich will es nicht wissen. So, wir haben wieder einiges zu tun. Nugget, nicht immer das, was da am Boden liegt. Also, naja, gut. Wenn sich selbst versorgen will, kriegt das beste Futter von Amazon, ich weiß es nicht. So, wir haben hier wieder einiges zu tun. Gefräßige Gott, Festmahl des Königs. Also hier geht es viel ums Fressen eigentlich, interessanterweise. Okay, gut, friss weiter. Utula müssen wir töten, den finden wir irgendwo in der Stadt. Entschuldigung, den verwüsteten Stadtplatz, bla bla. Und dann müssen wir auf jeden Fall zu das Ossuarium finden und ausräubern. Dort alles niedermetzeln, was wir finden. Und dann dieses... müssen wir es da irgendwas finden, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja. Jedenfalls, das müssen wir machen. Das ist optional. Machen wir aber trotzdem. Weil gehört so. Ist einfach mit dabei. Und ich weiß gar nicht mehr. Kriegt man, glaube ich, eine gute Belohnung noch? Weiß nicht mehr. So, nochmal gucken, wie wir ausgestattet sind. Reicht das eigentlich noch? Den ganzen Klumpatsch, den wir hier so dabei haben. Wir müssen ein bisschen Müll verkaufen, den wir hier so gesammelt haben. Was ist das hier wieder alles? Ich weiß es nicht. So. Hier mal wieder irgendwelche Widerstandsgedöns. Na, hier. Muss ich wieder daran gewöhnen, dass ich hier die Tasten nicht benutze. Länger nicht mehr gespielt. Oh, da war viele Werte. Alter Falter, okay. Haben wir da Nices gefunden hier. Okay, kein Feeling leider. Ja, gut, von allem ein bisschen was. Aber gar nicht mal so schlecht. Also für den Anfang wäre das gar nicht so übel, so ein Ding. Bringen wir jetzt aber so relativ. Ja. Ein Feeling. Ne, bringt mir nichts. Bestienpranken. Okay. Auch nicht so schlecht. Ja, aber nur ein Dreier. Dreier will ich nicht so gerne. Eher Vierer. Also jetzt, das meine ich. Hallo? Bisschen mehr Anstand hier. Oh, das ist nicht schlecht. 2308 Leben. Boah, Alter. Die Dinger sind ja Pieps dagegen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 1200. Der würde uns komplett immer regenerieren. Als Alternative hätten wir das Ding noch. Das können wir verkloppen. Was ist mit dem Ring? Was ist das hier eigentlich? Unterstützung in die Flucht zu schlagen. Pff, ja gut, die Bosse laufen nicht weg, bringt mir da eh nichts. Und dann ein paar niedere Chargen dann abhauen und wiederkommen, muss ich so oder so töten. Halte ich nicht so viel von. Bringt er mir irgendwas? Blitzwiderstand, Mana. Hier habe ich Leben drauf und da auch Mana. Leben pro Sekunde, Feuerwehrstand. Ne, so viel ist es dann auch wieder nicht. Gut, können wir auch verticken. Hallo Schnucki. So, ich gehe mal hier. Wie auch immer du meinst. Zack, Bums, aus dem Maus. Das so kloppen wir. So, dann gehen wir mal hier an unsere... Wo ist meine Truhe? Wo ist? Hier. Da stehen Leute davor. Warum stehen die da? Ich mag das nicht. Zack, weg. Ja, viel. Viel weiß ich jetzt auch nicht, ob wir so gefunden haben unterwegs, ne? Also ein bisschen wenig. Was haben wir denn hier angeschönt? Das ist jetzt hier in unserer Flaschensammlung des Grauens. Das mal alle mal beim Supermarkt abgeben, die Dinger hier. Okay, die ist ja auch nicht so schlecht. Innerhalb von 5 Sekunden statt 8. Da kriegen wir relativ auch viel Leben wieder und auch relativ schnell in 5 Sekunden. Wir haben sofortige Lebenswiederherstellung. Die ist aber auch ein bisschen popelig. 408 nur. Dafür haben wir Entzünden, Immunität. Und wenn wir in Brand stehen, in Flammen stehen, wird uns das auch ein bisschen retten. Ich glaube, im nächsten Akt haben wir auch wieder viel mit Feuer zu tun, wenn ich nicht irre. Am Anfang jedenfalls. Und hier haben wir das chirurgische Riesenfläschchen der Stellung, ja. Das gibt uns 921 Leben. Okay, das würde hier ja noch so halbwegs reichen, aber auch nicht komplett, ne? In 8 Sekunden. Hm. Dafür haben wir Immunität gegen Bluten. Immunität gegen Bluten haben wir jetzt nur mit dem Jadefläschchen. Okay. Dann haben wir hier Ausweichwert, Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und hier haben wir so ein winziges kleines Mana-Fläschchen, aber okay. Das gibt uns die Hälfte wieder in 3 Sekunden. Geht auch nochmal bluten.
gegen Verfluchung hätte ich gern eigentlich noch was, aber ja, findet man jetzt noch nicht wahrscheinlich. Und hier den Kulumpatsch, ja. Was hat er denn hier eigentlich noch? Ja, kann man das verkaufen. Scheißdreck, kommt weg, aus. Ach hier, warum habe ich den noch? Komm, verdick mal auch, weg damit. Wir müssen mal aufräumen hier. Tabula rasa, oder wie das heißt, dieses. Kann nicht so gut Französisch, gucken wir mal. Hier das Ding müssen wir mal ein bisschen verhackstückeln. Warum auch nicht? So, wollen wir mal gucken, was wir hiermit machen können. Flönk. So. Gehört Immunität gegen Entzünden, entfernt Brand bei Nutzung. Ja. Ja, hätte aber gerne noch ein bisschen was anderes gehabt, muss ich sagen. Ein bisschen schneller, weil 8 Sekunden auch verdammt lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da rennst du weg, da bist du schon dreimal getroffen, bist tot. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Ah. Ist ja auch nett. Gift, okay. Ist auch nicht so schlecht. Gerne halt ein bisschen eine schnellere Wiederherstellung der Lebenspunkte. Chance auf Einfrieren, auch wurscht. Ach du Scheiße, ja, noch länger. Nee, das ist. Bringt mir alles nichts. Verplempern jetzt hier meine. Was haben wir hier? Immunität gegenüber Bluten wieder. Mal gut. Oh. Das ist so nicht schlecht. Hier kriegen wir fast genauso viel Leben wieder, wie wir haben. In 3,4 Sekunden. Okay, das ist nicht sofortige Wiederherstellung, aber 135% erhöhte Wiederherstellung. Entschuldigung, muss nochmal zurückspulen. Wiederherstellungsgeschwindigkeit. Das war auch ein sehr langes Wort, wenn man das hier mal so sieht, oder? Sehr viele Buchstaben aneinandergereiht und so. 50% werden sofort angewendet. Okay, wir kriegen also dann so knapp 500, 600 sofort und der Rest kommt dann in 3 Sekunden. Damit kann man leben. Und wir haben nochmal Immunität gegenüber Zünden und Brand. Das ist nicht schlecht. Das ist besser als das. Muss ich sagen. Und wir haben auf, ja, Nugget, du sagst es. Ich habe auch Brand, aber ich habe jetzt hier kein Whisky da. Ja, das ist schön. Damit haben wir zumindest hier mit 3,5 Sekunden und wir kriegen die Hälfte direkt. Ich meine, da kriegen wir 600 Leben sofort, so knapp, und da überhaupt nur 408. Ne? Von daher, das ist eine gute Geschichte. Das kann man gebrauchen. Hier nehmen wir das als Ersatz. Und hier dieses popelige magische Dings. Aber bisher, ja, wenn das Mana reserviert wird um 50%, bringt das eh nichts, wenn du hier das noch was auffüllst, weil du kriegst eh nicht mehr rein. Das wird dir alles wieder weggefressen, direkt von den Reservierungen hier. Ne? Der Herold nimmt was weg, der Pestbringer nimmt was weg. Nur wenn es ganz runter ist, dann kannst du es wieder auffüllen. Aber da ist halt eh nur 524 Magie haben hier. Magische Punkte, Magiepunkte, Magiepunkte? Magie, hm. Magie mit Nudeln, nee, Magie auf Leberwurst, das ist lecker. Brauchen wir kein größeres Fläschchen. Also Magiefläschchen, Magie, ich habe ein Problem mit dem Wort. Magische Fläschchen brauchen wir nicht wirklich so. Jetzt leckt mich doch eine Tesch. Wie man so schön sagt. Ja. Dann brauchen wir das eigentlich auch nicht wirklich. Das können wir mal gebrauchen, wenn wir wirklich. Dann haben wir eins im Petto, wie man so schön auf Französisch sagt. Können wir die eigentlich verdicken jetzt, oder? Weil brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, gut. Ja. Dann würde ich vielleicht nochmal behalten, weil es bringt 1190 Leben. Wenn wir irgendwann mal hier mehr Lebenspunkte haben, könnte das ganz gut sein. Und die behalten wir mal, um sie dann einzutauschen gegen ein höherwertiges. Noch ein drittes dazu und dann können wir das hier wieder abgeben. Und das geben wir hier direkt zum Flaschenpfand. Wo ist denn der Onkel mit dem alten Flaschen? So. Zonk, da kommt weg. Wunderbar. Ja, auch hauptsächlich für Geld eigentlich. So. Dann haben wir das auch. Das Ding können wir auch langsam mal. Gib mal am Sack, dass das hier immer noch hier drin liegt. Jetzt wird hier, wie gesagt, Tiramisu gemacht oder so ähnlich. Tibura, Tabula Rasa. Was auch immer.
Genau, Nugget. Du hast ihm mal vollkommen recht. Gucken wir mal, ob wir 20 drauf kriegen. Okay. Und dann müssen wir das Ding hier verbimseln, irgendwie magisch. Ja, wir haben eine riesen Auswahl an Essenzen dafür. Also es ist so mager, ey. Das ist echt. Das ist Wahnsinn, ey. Was haben wir denn hier? Da bin ich mal gespannt. Das können wir nehmen. Maximales Leben. Wir haben ja Schäden. Multiplikatoren für Treffer. Der gibt mir Leben, wenn ich treffe. Das ist eine Zweihandwaffe. Hier haben wir auch Laben. Leben wird geraubt. Das heißt, wenn ich den Gegner treffe, nehme ich ihn von seinen Lebenspunkten 0,8 bis 1% weg. Also wenn er aber zum Beispiel 1000 Lebenspunkte hat, wie ich jetzt hier, dann ist es ja schon mal ein bisschen was. Ne? Die kriege ich dann auf mein Konto. Und wenn ich nochmal treffe, natürlich wieder. Sind natürlich dann immer gewürfelt, aber so schlecht ist das nicht. Immer wenn ich einen Gegner treffe, kriege ich ein paar Lebenspunkte. So. Genauso ist es bei Leben, bei Tötung und sowas. Ist so ähnlich. Du musst halt immer einen Gegner umlegen. Aber bei den Horden, die dir entgegengerannt kommen, hast du das sowieso dauernd. Das ist also ein Blitzschaden, physischer Schaden. Zauberschaden bringt uns nichts. Feuerschaden ist mir relativ wurscht eigentlich. Damit machen wir nichts. Wir machen ja Chaos und Gift. Man sollte sich dann auf auch irgendwas konzentrieren. Das ist auch nicht. Da haben wir auch nochmal physischen Schnödel, Schnaddeldüdel. Die Rüstung 0,6 bis 0,8. Das ist also weniger. Das ist auch nur eine Stufe 1 Essenz, oder? Stufe 1 oder 2? Eine murmelnde. Die murmelt vor sich hin. Und dann die wimmernde ist schon was besser. Also wenn es murmelt, ist nicht so gut, als wenn es wimmert. Wirklich geil wird es dann, wenn es klagt. Ja. Aber es gibt wirklich, hier steht es leider nicht nirgendwo bei. Hier sieht man ja ein bisschen an den Stufen auch und an den Färbungen und was diese Gegenstände, wie hoch die sind im Level. Bei Essenzen sieht man's, kann man es eigentlich nur am Namen sehen. Wenn es wimmernd ist, ist es halt eine Stufe 1. Wenn es eine murmelnde, eine klagende ist, ist es die nächste Stufe. Und da gibt es ein gutes Video von einem YouTube-Kollegen. Das kann ich euch mal verlinken in der Videobeschreibung. Da wird genau erklärt, was es mit diesen Essenzen auf sich hat und wie hier die Stufen sind. 2, 3, 4. Ich glaube, 4 ist das höchste. 5 findet man nur auf Karten und da kriegt man als Boni, wenn man eine Mission macht. Die gibt es offiziell so gar nicht. So in der freien Natur zu finden wie die. Und er erklärt nochmal sehr schön, was das mit diesen Dingern hier auf sich hat. Das müsst ihr euch mal angucken, weil besser kann ich es auch nicht erklären. Also, vor allem, der spielt das schon länger, das Spiel, als ich hier. Ich mache das ja gerade ein halbes Jahr und habe hier gerade mal verstanden, wie man hier überhaupt reinkommt. Das ist ja so komplex, dieses Ding. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich kein Spiel, wo man sich dann einen Abend einarbeitet und direkt loslegt. Das schafft niemand, echt nicht. Ja. Wenn wir wirklich den Bogen weiter benutzen wollen, erstmal. Dann nehmen wir auch die beste, die wir haben. So. Bimsfeller. Hat aber nicht wirklich viel gebracht, muss ich sagen. Schade. Wir haben nur 12 bis 49 Schaden bekommen. Mit dem Ding machen wir mehr. Trefferchance so 5%. 6,95. Also der Bogen ist wahrscheinlich besser. Wir machen Elementarschaden. Die Bogenkämpfe kriegen eine Stufe dazu. Okay. Bisschen Kälteschaden. Ja, gut. Dann nur 0,98% des physischen Angriffsschadens werden als Leben geraubt. Also, das heißt, von den 12 bis 49, also in diesem Rahmen wird ja gewürfelt, wie viel Schaden ich mache auf dem Programm, werden davon 0,98 von dem Ergebnis dann von den Lebenspunkten des Gegners abgezogen und mir gut geschrieben. Das ist eigentlich dieser Lebensraub. Das, gut, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Weil das war, glaube ich, die Chance war bis ein bisschen höher, oder? 1% auf jeden Fall, das wäre ein bisschen lieber 0,98, da können wir schon mal viel anfangen. Und da es ja auch noch von 12 bis 49 geht, heißt es ja, das kann ja auch von 12 ausgehen. Ne? 3 Mana bei Tötung, okay. Hier haben wir Chance für Bluten, erhöhter Schaden. Ja, wir kriegen hier auch vier Leben bei getroffenen Gegnern. Ja, ich würde mal sagen, der Bogen ist dann für mich eigentlich besser. Der macht auch mehr Schaden. Schade. Dann haben wir jetzt die Essenz verplempert.
Gut. Ja. Wir können den natürlich mal ausprobieren, aber das ist auch ein, ja, die sind auch nicht alle verlinkt, ne? Das ist auch nochmal so ein Problem. Das könnte man zwar noch hinkriegen. 31, das ist. Und von unserem Schaden berechnen sich auch die ganzen anderen Geschichten. Nee. Der Ding ist. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Was war das? Unterstützung, Unterstützung, ätzender Fall, Unterstützung. Das müsste hier funktionieren. Miteinander, ja. Ja, dann verkaufen wir den. Dann war das hier Murks. Aber gut, wir haben es gemacht, wir haben es ausprobiert. Hätte ja auch was anderes rauskommen können, ist halt immer Zufall. Das ist das Problem. So, kriegen wir für das Ding immerhin. Wir kriegen Sphären des Goldschmieds 7. Das ist ja nicht schlecht, weil es ein Sechsling ist. Remember. Ja. Ja, wie du meinst. Hauptsache, ich krieg Geld dafür. So, ist mir da wurscht. Welt retten ist nicht kostenlos. So, dann haben wir die Sphären und Goldschmieds. Damit können wir die Anzahl der Fassungen eines Gegenstands ändern. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen geilen Dreier finden, Fäustling, dann könnte man so einen Gemmer draufschmeißen, also hier eine Sphäre draufschmeißen und hoffen, dass daraus ein Vierer wird. Wenn wir Pech haben, wird aber auch nur ein Zweier draus, ein Einer oder wieder ein Dreier oder ein Vierer. Das ist halt das Blöde. Deshalb, ja, ist die Sinn nicht schön, dass ich hier so viel habe, aber es ist ein großes Risiko, dass du überhaupt was mit anfangen kannst. Weil hier habe ich auch jetzt einige verplempert. Kann also sein, dass du die Hälfte von diesen Teilen verplemperst, nur um dann die Anzahl zu kriegen, die du brauchst. Und dann heißt das noch lange nicht, dass du dann auch die Farben hast, die du brauchst. Dann musst du dann nämlich den nächsten, ne? Also diese ganz gut auch als Währung zu benutzen, wenn du was verkaufst, dann kannst du auch sagen, ich möchte Sphären des Goldschmieds dafür haben und dann so ab, ich soll mal sagen, wenn man so 20, 30 davon hat, kann man schon mal versuchen, den Gegenstand damit ein bisschen zu beeinflussen. Man kann das aber auch in der Werkbank machen, da kann man auch sagen, ich möchte mindestens 4 oder 3 Gemmenplätze haben, da muss man nur in der Werkbank halt schon ein bisschen weiter sein, also man muss hier im Spiel auch ein bisschen weiter sein, dann kann man das auch machen. Aber ja gut, ja, immerhin haben wir was gekriegt für den Sechsling, auch wenn der uns jetzt nichts gebracht hat. Ist so wurscht. So, jetzt sind wir hier weiter. Jetzt haben wir uns ausgerüstet. Ob wir jetzt noch eine Pizza voressen können, aber wurscht. Ist das für ein komisches Ding? Ah, furchtbar. Mit der haben wir eh nichts mehr zu tun. Hier müssen wir hin, ne? Für Wüste Stadtplatz. Das Ossarium müssen wir finden. Hier. Ach, da ist es ja. So, hier müssen wir mal wieder. Was hier? Also, weiß ich gar nicht. Was muss ich jetzt hier in dem Level nochmal machen? Schon wieder so lange her. Ein nettes Ambiente auch. Das wäre so ein bisschen morbide mag. Diesen Einrichtungsstil. Also das ist so auch. Diese Regale gibt es auch hier. Schädeltöt gibt es bei Ikea. Ja, nice hier. Irgendwie. Oh, hallo Schöller, wo kommst du denn her? Ich rede gerade noch mit dem Publikum. Könnt ihr mal später kommen? Ich hatte eigentlich gesagt, dass ihr später kommt. Aber ja, hier gibt es diese komischen Skorpione, ne? Ah, diese gekauften Darsteller, die halten sich nie an die Pläne. Ach du Schande, ey. Just need a moment. Also hier, Nugget, wenn du hier rumpickst, pass auf. Oh, die arbeiten nie mit Stacheln. Okay. Da muss man aufpassen, die spießen dann auf. Gibt dann auch Schaden. Noch ein Vierling, okay. Für Stiefeln, mehr gibt es auch nicht mehr Stiefeln. Es ist wirklich nett hier unten. Oh. Ja, zumindest was den Loot angeht bisher. Ich darf nur nicht, den Kopf verlieren. Ha! Ha! Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh, was haben wir hier Schönes? Eieiei. Ein voltaxische Sulfitruhe. Das heißt, wir haben hier eine Mission mit. Warum zeigt er das hier nicht an? Jetzt erst. Ja. Okay. Also wir müssen hier dreimal diese Truhen finden, damit unser Freund hier aus dem Nichts erscheint und die abbauen kann. Dann tun wir wieder was für unsere Azurit-Mine.
Klar, da müssen wir natürlich auch noch mal wieder hin. Jetzt kommen sie halt angekrochen. Naja, angekrochen ist auch. Die ist direkt daneben. Nice. Es wird ja auch zufallsgeneriert, wo die auftauchen auf Karten. Aber das war jetzt echt witzig, dass die direkt nebeneinander sind. Okay. Haben wir weniger Latscherei. Schön, dass das liegt. Guck mal, das geht mit Bewegungsmelder an die Flammen. Cool. Ja, wissen wir, wie die das machen. Also diese Technik hier in diesen Dungeons immer mit diesen Fackeln. Schon raffiniert. Oh. Was haben wir denn hier für Kandidaten? Heilederhandschuhe. Oh, das ist aber nicht ökologisch. Wohl Zauberstab. Hm, ja. Ich bräuchte eher Dolche für meine, für den Klingenwirbel. Hat jemand Dolche gesehen? Ich brauche die für meinen Klingenwirbel. Mach ich mal eine Anzeige aufgeben. Sehen, was da passiert. Wahrscheinlich kommt die Polizei. Ah. Polizei raus. Da ist nichts drin. Also hier ist so eine Leichenhalle hier, ne? Ja. Sehr pietätvoll auch. Das ganze Gelumpen aufeinander geschmissen. Sehr schön. Komische Religion, die hier haben. Wenn man das überhaupt so nennen kann. Irgendwie. Hartnäckig hier sind hier unten. So, die sind schon mal alle weg. Ich glaube, wir sollen nicht nach mir hauen hier. So ein Flegel. Ey. Was haben wir denn hier für Monster Level? 44. Okay, wir sind 6 drüber. Okay. Das heißt, wir können ja auch ein bisschen guten Loot kriegen. Wenn man zu hoch ist, ist halt immer das Problem. Dann lassen die Bosse weniger fallen zum Beispiel. Das muss ich ja irgendwie auch ein bisschen ausgleichen. Mission abgeschlossen. Okay. Das war jetzt eine schwierige Mission. Sieht auch wieder lauschig aus hier. You're alive. Das sagt ihr mir hier in der Gruft. Irgendwie so eine gewisse unfreiwillige Komik, würde ich sagen. Das ist witzig. Das Zeichen der Reinheit. So. Mit der kann ich dann gegen Kitara kämpfen. Da kommt auch Sinn angeflogen. Der weiß auch immer, wo ich bin, ne? Hallo, Überraschung. Empire is nothing more than a standard pitched in the naked earth. Ah ja. The time has come for you to raise the standard upon the peak of false faith, the apex of Chitta's cathedral. Drive it deep into that sacred stone. Yep. Mark the death of a faithless empire and slay the slavering kingdom that seeks to consume it. Die man so in so geblümte Sprache reden müssen, statt einfach sagen, geh hin und mach den Kerl kalt. So, wir haben als nächstes gekriegt, wir müssen jetzt aufs Kathedralendach, hat ja schon mal geteasert. Das ist auch nochmal ein schöner Level da oben. Da geht's dann richtig rund. Ja. Aber gut. Jetzt fängt die wieder an zu reden. Ja, ist gut. Bla, Sülz. Und so weiter. Wie das nun mal so ist. Na, komm, die eine ohne noch. Ach komm, jetzt kommen hier die Skelette an. Ach, Leute, hier. Das soll jetzt ein bisschen... Das ist auch schon ein bisschen peinlich hier, so wenig Widerstand. Ist das jetzt alles hier von dem Vogel? Hier geht es noch ein bisschen weiter, ne? Ich finde, oh, Kiste. Nichts dran. Oh, noch. Oh, 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 ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber. Ich habe so ein Gefühl, dass der Lootfilter nicht so hundertprozentig immer funktioniert. Da muss ich nochmal gucken mit den Einstellungen, dass alles so richtig ist.
das ist ein bisschen... Shadow ist geladen. Parsing-Fehler. Okay. Den muss ich vielleicht nochmal neu installieren. Okay, ist ja jetzt auch erstmal wurscht. Ja. Komm, machen wir mal da. Wow, nur Spaß für die Zuschauer. Es gibt so Leute, die gerne so Baboom hören und so Geschichten. Das hänge ich irgendwie fest. Aber wie immer kann man dieses Ding nicht da platzieren, wo man will. Ist doch blöd. Also nur jetzt dann hier. Okay. Ja. Und dann hier. Das große Gemetzel! Halleluja! So. Das war's. Hier sind noch ein paar übrig. Was? Ja. Nimm Seife, genau. Also das steht hier mitten in so einer Gruft. Ist es unglaublich. Ein glattes Wams. Okay. Und mit Falten wäre mir jetzt auch unangenehm gewesen. Ich hatte bis Fliesenbrecher gelesen. Na gut, das ist... Heileder mit 3. Ah, okay. Na gut. Können wir mal vielleicht mitnehmen zum Verkaufen. Ich meine, so viel Loot haben wir jetzt hier auch wieder nicht, ne? Portalrolle. Dann zeigt er mir die nicht an. Ja, also mein Lootfilter ist am Arsch irgendwie. Fanatikerhandschuhe, das nehmen wir mit. 15 gewöhnliche Artefakte des Ordens. Das zeigt auch ganz anders an als sonst. Ja, hier stimmt was nicht. Ja, okay. Hokkali Fonga. Was haben wir denn da gefunden? Oh, was die alles Rüstungen hier machen? Faulenhorn. Ein Zweisteinring. In die Kürfenbögen. Ist hier sonst noch irgendwo was? Lebensfläschchen, Amulett, das ist nichts für uns. Ein kleines. Ja, das war's an Loot. Aber, ja. Okay. Na, Moment. Da, das. Hier haben wir noch was. Anfertigungsoptionen. Jawoll. Physisch haben Rang 2. Ja. Die nimmt das jetzt mit und wupp, weg ist sie. Wie so ein Magier aus der zweiten Reihe. Ne, der Lootfilter ist hinüber. Das sieht echt komisch aus. Na gut. Haben wir hier wieder schön was bekommen. Anfertigungsoption ist auch gut. Das heißt, wir können eine Werkbank nicht da. Oh Gott. Jetzt physischen Schaden in einer größeren Stärke herstellen als vorher. Hier kommen hier so ein paar Schlümpfen. Blau, okay. Jetzt ist kein so ein Gegner. Okay. So. Hier waren wir. So weit dann. Okay. Hallo. Aalhaut. Die ist immer Aluhaut. Also, ja. Was soll's? Komm, nehmen wir die mal eine mit. So, dann sind wir eigentlich hier fertig, kann man sagen.
Hallo? Ich denke gerade. Ich habe diese Typen diese komischen Kopfbedeckungen angelaufen. Ja, mal gucken, ob wir hier die Reliquienkammer noch finden. Müssen wir hier mal ein bisschen durchlaufen. Nur wenn man nicht mehr sieht, was hier am Blut fällt, ist das ein bisschen blöd. Komm weg, ihr Raben. Sackgasse. Nee, ne? Es ist. Local, need your aid. Ja, nimm mal auf. Ist nix. Hier ist auch nix. Jetzt kommt da wieder alles an den Rand. So, hier wieder nur Sackgassen. Das ist hier komische Kunst hier. Das ist ein flammendes Gericht. Nee, da war ich eigentlich nochmal hin. Das war ein bisschen so scharf, das Gericht. Es brannte zweimal. So, hier. Geh mir aus dem Weg. Ne, hier ist so nix. Hier vorbei, nee. Da müssen wir natürlich ganz weit Umweg machen. Ich liebe sowas. Und gut, wir können bald wieder ein Level aufsteigen. So. Die habe ich gerade noch so gesehen. Kusch. Hier brennt's nur. Über die Brücke, was haben wir hier noch? Na? Oh, verlangsamt mich einer. Nicht so schön. So, weg. So, das ist die andere Seite. Hier sind auch noch wieder ein paar Kollegen. Okay. Hier sind wir in der Sackgasse. Habe ich die schon umgebracht oder habe ich die gerade umgebracht? Naja, weiß ich. Man verliert den Überblick einfach. Den hat man schon, wie muss man noch? Also es ist schwierig manchmal. Vielleicht war das noch jemand anders. Oder ist schon weg. Ja, aber wir haben nicht mehr so viel Platz wahrscheinlich.
was der Klingenwirbel. Okay. Hab ich jetzt nicht gesehen. So, hier nochmal lang. Ja? Hier ist meine Truhe. Geht weg. So, nichts drin. Scheiße. Wie geht's wieder her? Nicht immer aus den Seitengassen. Das mag ich nicht sowas. Hat der keinen Benehmen? Grimmsilbe. Ja, die habe ich auch morgens immer. Wenn man nicht nur 4 Kaffee intus hat, ist man einfach eine Grimmsilbe. Was ist der denn hier? So, tot. Wo sind denn eigentlich diese Utula oder so? Müssen wir auch noch abfrühstücken hier. Was ist das hier für ein Problem? Ja, hier ist er hin. Mist. Wenn man sich gerade mal vorbereiten auf einen ordentlichen Kampf, dann geben die schon auf. Aufgestandene Matriarchin. Was? Warum schmeißt die da mit Feuer an mir? Fängt ich dafür. Ich auch lieber liegen geblieben. Kann ich nicht sagen. So, wiedersehen. Dumm, die dumm. Ach, hier sind noch ein paar Leute. Die haben nur auf mich gewartet. Schaut. Nett von ihnen. Die haben sich nicht an andere Gegner verschwendet. Nee, die wussten, da kommt der Karis Klaus. Da lassen wir uns von dem schlafen. Das lohnt sich wenigstens. Das ist ein ehrenvoller Tod. Nicht wahr? Huhn. Okay. Hier. Ah, hier mal was. Nice. Utula, Stein und Stahl. Okay. Sie immer labern müssen. Halt einfach die Klappe und kämpft. Nerv ich sowas. Eieieiei. Der macht hier so fiese Sachen. Seinen grünen fliegenden Schwertern. Und natürlich auch wieder Leute, die aus dem Off hier mitkämpfen. So, den haben wir aber gleich. Der hat hier schön Giftschaden. Ja, weg ist er. So, das war relativ noch simpel. Hat mich am Anfang was überrascht mit seinem Rumgehampel. Was? Jetzt aber auch nichts so drin. Müssen wir erst selber verzaubern. Okay. Toxischer Regen und okay. Kostet mich 9 Mana, aber müssen wir noch mal überlegen. Ist das weiter? Okay, dann muss ich ganz gut Schaden eigentlich. So, was hat hier? Sieht so aus. Ah ja, hier. Wenn man hier diese Lilie sieht, ne, auf den Karten, hatte ich glaube schon mal gesagt, oder? Dann findet man hier ein Versteck. Versteckten Hof. Und dieses Versteck, wenn man das noch nicht hatte, kann man dann für sein eigenes persönliches Versteck dann benutzen, dekorieren und sich dort einlagern, verschanzen, dort seine Station aufbauen. Das sieht man immer an diesen Lilien. Da muss man erst auf den Karten viel rumlaufen. Die sind halt nicht so, ja, heißt eben auch Versteck, ne? Komplett offensichtlich. Da muss man innen drin erstmal die Monster alle killen, die da drin sind. Ist aber relativ simpel. Und dann hat man diesen Raum für immer für sich. Also darauf muss man immer ein bisschen gucken, wenn man auf den Karten, deshalb lohnt es auch immer, vor allem am Anfang, wenn man diese Verstecke schon hat, ist ja Quatsch, aber wenn man noch neu ist und hat die noch nicht alle, lohnt es sich überall auf den Karten eben zu gucken. Also man sollte sowieso immer alles abgrasen, vor allem eben, wenn man auch nicht so hoch ist im Level, damit man so viele Punkte wie möglich mitkriegt, auch wenn es manchmal eine blöde Latscherei ist letztendlich, aber irgendwo kann immer noch ein Gegner sein und eine Truhe, die sich vielleicht lohnt und dann hat man vielleicht irgendwann genug XP, um aufzusteigen, das sollte man nicht verschwenden. Und man sieht halt hier auch immer wieder was. Findet solche Verstecke, sieht hier so hübsche Konstruktionen hier und so Geschichten. Also man sollte sich am Anfang alles so angucken.
Danach kann man, wenn man es schon 5000 Mal gespielt hat, einfach durchrennen. Aber dann kann man es eh nicht mehr sehen. So, hier haben wir wieder ganz viele komische Menschen, die irgendwie ein Problem haben. Oder Menschen, die über Menschen sein. Der geht mir mal auf die Nerven hier. So. Bissen wir uns da hier ein bisschen. Ah, jetzt kommt hier auch noch einer. Oh, mein Schöller ist draufgegangen. Da ist er wieder. So, Freunde. So nicht. Haha, das Dreamteam kriegt ihr nicht so gleich klein. Huhn auf Eis und Karies. So. Kommt da wieder angedackelt. Schon hin. So. Ja, das ist auch wieder schön aus hier. Dekorativ. Also die Kultisten wollte ich sich mal so einfallen lassen. Schon lecker. So, hier geht's oben aufs Dach. Das will ich auch jetzt noch nicht. Erstmal hier noch ein bisschen weiter rennen. Was haben wir hier? Soll ich? Jetzt haben wir jetzt 45, bringt das irgendwas? 350 Schaden. Okay, kostet uns noch ein bisschen mehr Mana. Müssen wir aufpassen. Hier hat man Legend die Säure schon nicht aus, die Kerle hier. So, hier haben wir wieder so ein paar Schlümpfe. Damals. Da sind wir aufgestiegen. Ja, servus, Freunde. Wunderbar. Willkommen hier in Schlechter Stadel. Heute bringen wir wieder die Blutsbrüder, singen wieder von der Alm, der Therme. Die sind der neueste Hit. Super angekommen letztes Jahr. Jetzt hier bei uns im Schlechter Stadel. Servus, Grüße und Hallo. So, da hier sind auch wieder Kandidaten. Fürs Ossarium. Ach hier, was soll denn das? Erschreckt man sich immer nur. Oh, 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 oh. Ich wusste doch, hier irgendwo ist noch eine Ecke, wo sie sich alle wieder verschanzt haben. So. Und bleibt ein Stück, das ist mir. Jetzt haben wir hier den Bereich auf jeden Fall schon relativ klar. Was gibt es hier noch Schönes? So, die sind. Oh, Moment, hab ich fast übersehen. Ein Kunsthandwerkstresor. Wie süß. Naja, komm, machen wir mal mit. Mal sehen, was wir Schönes kriegen. So, Schleifstein und Platten der Stücke. Zong, 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 zong. Nehmen wir gerne mit. Warum auch nicht? Hey, ich nicht garstig werden hier. So, jetzt sind wir wieder im Stadtbereich. Was denn da? Ah, die Reliquien kann man eigentlich gefunden. Sie sind natürlich immer am äußersten Ende, ja, das ist klar. Da muss aber unglaublich viel rumlatschen. Ach ja, so, weg. Dann nehmen wir hier unseren Punkt noch mit. So, wo sind wir? Nochmal mehr Chaos-Schaden und Zeitschaden. Was haben wir hier? Okay. Gehen wir mal in die Reliquienkammer. So, hier müssen wir Kitavas Qualen finden. Keine Ahnung, was das ist hier, seine Hämorrhoidensalbe oder was? Wenn wir mal sehen. Ah, den Wegpunkt nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, hier haben wir schon mal so ein paar Quellgeister. Die haben wir jetzt ausgequält, wie es aussieht. Ach nee, jetzt hat er hier auch. Habt ihr doch echt nicht mal alle Freunde. Hier in der Zentrale der Bösen hat er seine Operationszentrale hier da mit seinem Echologie-Kram aufgebaut. Wer soll denn das glauben? Die hierher, ab da oben.
Ist immer einer lästig. Geh weg. Ach, hier sind diese vielen Plattformen, ne? Und diese ganzen Gänge. Ach, nervig. Ach, ich habe hier so Zeug mit, ne? Yes! See you, Glad! Und so. Kann ich doch. Mehr haben wir auch nicht gefunden, ne? Ne? Ne. So. Was hat der hier für ein Problem? Schlachte! So, da kommt gleich einer hochgesprungen. Ja, die springen dann immer hier über die Brüstung. Zum Glück sieht man die aber schon ein bisschen. Aber ganz nice hier mit diesen Goldbeschlägen. Dort gefällt mir immer so ein bisschen opulent. Ein Kampfhammer. Ja. Nee, ich dachte, den könnte ich. Yes, I think so. So, die sind gebrezelt. Na ja, hast du die Seele. Was hab ich dir getan, du Vogel? Na gut, jetzt schon, aber davor nix. Ich bin ein ganz normaler Besucher hier. Wollte mich nur mal umschauen. Nach dem Weg fragen. Bisschen was klauen. Leute umbringen und dann wollte ich eigentlich nur wieder weg. Na. Der ist noch am Leben. So. Komm, Fass, Nugget, Fass. Schnapp ihn dir. Bist du überhaupt? Frage ist Huhn. Oh, da. Hab ich nicht gesehen, aber schöllert schon wieder. Hat sich auch schon wieder. Ach, ist eine Fadenflucht hier, ey. Dafür gibt es 3 Tage keinen Altstiel, ist das hier. So. Das ist eigentlich ein komisches, lebendiges was. Das geht immer so schnell. Hier, der hat auch ein bisschen zu viel Arme, das ist auch nicht gesund. Aber das Problem haben wir jetzt gelöst. Er hat jetzt gar keine mehr. Kommt denn da noch angeflogen, ey. Also Ziel ist auch nicht euer Ding, ne? Hat hier alles so eine Ausstellung oder was? Oh, Keramik ist kaputt. Und Bücher. Ne? Hier schmeißt wieder einer mit Feuer um. Ah. Ah, gucken wir mal. Hm? Ja, das ist ein bisschen fieser zu sein, der Typ. Okay, die Sphäre nehme ich auch mit hier. Den schon wieder fast übersehen, also ein bisschen doof. Ja. Hier rollt der Obelisk. Okay. Das ist schon mal einfach mit diesen Monstern immer. Was war das denn jetzt? Okay. Komm ich denn da lang? Ja, gut. Na, kommt schon wieder einer. Nicht von hinten, mein Freund. So, hier kommen sie auch wieder. Danke. So.
klein gekriegt. Und auf jeden Fall. Eine Anfertigungsoption. Danke. Das heißt, hier irgendwo ist ein etwas stärkerer Gegner. Oder? Ich guck mir jetzt gerade die Klamotten an. Jetzt stört mich nicht. Mann. Kann man nicht mal ordentlich hier räubern. Und Fleischerschwert. Welcher Fleischer braucht denn ein Schwert? Sagt man. Habt ihr sie noch alle? Naja. So, der Hero konnte aufsteigen. Dafür können wir einen Schritt. Den nehmen wir mit. Ja. Pestbringer. Oh, der reserviert natürlich dann noch mehr Mana wahrscheinlich. Gucken wir mal. Was haben wir hier Schönes? Ah, hier. Reliquienschrein der Dings. Jetzt haben wir Tokuhamas Zahn gefunden. Mein Gott. So, jetzt haben wir einen Teil. Hier ist irgendwas zu Lava noch hier. Ah ja, Arohongmui. To celebrate Tukuhama's return from his war on the first ones of the Izumites. Zu Mythen klingt immer irgendwie was, als wäre das irgendwo so aus dem Kreislauf rausgeschnitten. Ich habe Ezo Mythen. Ja, okay, ich gebe ihnen ein paar Antibiotika. So, das ist jetzt so eine Geschichte über Kitava. Oh, der frisst immer alles auf. Und das finden andere nicht so gut. So Leute, die zu viel fressen, finden manche nicht gut. Jo, nett. Hört die Leute sich dann mal alles im Blödsinn aufschreiben. So. Na? So nicht, Leute. So nicht. Hallo? Hier los. Irgendwas trifft nicht hier weiter. Die Vögel hier. Achso, ja. Sie haben gar nicht mehr. Was ist das hier? Ein Sprunghieb. Nee, das ist eher was für Schwertkämpfer. Hier geht's weiter. Und am Nebengang. Da sind wir so im großen Ganzen hergekommen. Dann müssen wir hier nochmal lang. Was? Ah, hier ist noch. Gold verplempert hier. Die Geländer da alle. Anstrengend. Gitarras Qualen. Die letzten zwei Teile. Und dann müssen wir die Alani Lami abgeben. Ist immer so. Du findest was, du machst dir eine riesen Mühe, den Kram hier. Und dann musst du es abgeben. Das ist immer. Immer ungerecht. Lebendige Denkmale. Okay. Hoppa. Hier war los gerade. Ah. Jetzt aber.
immer hartnäckig hier, die Leute. Okay. Weiter geht's. Oh, okay. Just need a moment to catch my breath. Ja, kommt ruhig, komm. Grausamer Stachel, der heimtückische. Hast du den Namen? Komm, das Ding. Und da ist er hin. Ich hab noch Platz hier. Nee. Das ist alles ein Gelump. Hey, was habe ich denn hier auch gekriegt, ey? Quetscholli, gezackter Hammer. ja, ist bestimmt nice, aber. Kann ich so auch nichts mit anfangen. Das ist nichts für mich. Hier haben wir den Zahn. Ich fürchte, wir müssen uns hier von den ein oder anderen Sachen trennen, weil dann haben wir nämlich gar keinen Platz hier. Warte mal, so. Was ist das für ein Ring? Das war genau, ich brauche ich nicht. Gegen G-Schild, okay, ja, aber das ist mir zu wenig. Die Treffergenauigkeit, die pimpt schon der Golem hier. Ah ja, hier muss das nächste. Den habe ich nicht gesehen. So. Hoppala. Da habe ich irgendwann verflucht. Glinsender Fetisch. Den habe ich mir anders vorgestellt. Aber okay. Panikhammer, ja. Hat man auch gerne im Auto sowas. So 50 Kilo schweren Hammer. Wenn man Panik hat, haut man ihn einmal mit die Rübe. So. I need more pockets. Hinekodas, ha! Haha, wo tue ich das hin? Scheiß auf die Rüstung. Okay. Dann räumen wir hier noch ein bisschen auf. Dann nehmen wir dieses schöne Haar an uns. Hä? Okay, sieht komisch aus. Sieht aus, als hätte Indiana Jones hier gelassen. Kitaras Hunger 3. Hinekora! Kitara töten, böse, böse. Stattdessen, ja, macht was anderes. Kriegt die Peitsche aus seinen Haaren, glöns, glöns. Alle böse, böse wieder auf Kitara. Und so weiter. So. Das war die Story. So. Ja, kurz zusammengefasst. Sonst dauert das zu lang hier. Und die ganze Dachzeit. Wir haben diese Dungeon auch nur für ein paar Stunden gemietet. Die Escape Room Spiele hier sind gar nicht so billig. So, muss hier lang. Entschuldigung. Da hat mich einer getroffen. Unverschämt. Haben wir schon. Moment hier.
hier lang, halt, Moment, halt, stopp, hör auf, weiter zu laufen, ja, ich kann aber nicht, ich muss. Okay, dann kommen wir jetzt wieder zurück. Gut, die killen wir jetzt noch hier. Wir können unfertige Arbeit zurücklassen. Hat auch so eine gewisse Berufsehre als Schatten. Das war eigentlich die Kerle. So, jetzt. Wir müssen nach hier oben, glaube ich. Wenn ich das eben richtig gesehen habe. So. Hier müssen wir auch nicht hin. Just need a moment to catch my breath. Das ist tatsächlich gegen die Wand. Ich meine, ich hätte hier da hinten. Genau, da müssen wir hin. Da müsste der letzte Teil liegen von dem Typen. So, jetzt haben wir noch den Kiefer gefunden. Hier lesen wir noch mal was anderes. Ja, Kitawa hat alles gefressen. Tokuhama war nicht so begeistert. Kitawa böse, böse. Weiter geht's. So. Das haben wir auch. Und hier kommt noch mal einer zum Essen, zum Spielen. Und tot. Die nehmen wir noch mit. Gut, dann haben wir auch was für unsere Gem noch mal getan. Das ist ganz gut. Also bin ich ganz so wehrlos, wenn wir auf die Kirche steigen. Bei Kirchen müssen wir aufpassen. Kirchen und Tempel sind nie gut. Da kommen Leute immer komische Ideen. So, dann gehen wir hier raus. Latscherei. Latsch, 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 Sackgasse. Oder? Können wir hier doch? Ne, wir können hier lang. Gut. Von hier? Ne. Das war eine Truhe. Was sind die Gehirne drin, aber es sind nur Schädel zum Glück. Ach Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass das was Ekliges. Ne, wo? Doch hier. Die ganzen Treppen verwirren mich. So. Hier war noch was? Ja, hier ist noch ein Kandidat. Und hier sind noch ein paar komische. Unser Wegpunkt, sehr schön. Ja, da haben wir hier unten aufgeräumt. Können hier diese Späßchen noch mal kurz mitmachen. Hier sieht man jetzt auch nicht mehr, was hier eigentlich los ist. Ja. Nee, das geht nicht mehr. Heil. Was? Ja. Don't eat the mushrooms. Ja, ich glaube, die von den Pilzen lasse ich auch lieber die Finger. Die hat man schon, ne? Ah, ist auch wurscht eigentlich. So ist das Ding hier da, ne? Kann man da abhauen, ja. Schön aus der Ferne Chaos veranstalten. So gehört sich das für Karius Klaus. So, hier sind noch ein paar Kandidaten übrig. Genau. Immer aufpassen, immer mit Gummi. Handschuhen.
Was hat der überhaupt hier? Nix für uns dabei, ein Glump hier. Ich hab mit Mushrooms hab ich eh nichts. Also hier sieht man wieder nicht. Ja. Da muss ich mir nochmal genauer angucken. Häutungsmesser. Vierling? Naja gut. Aber ich habe keinen Platz mehr. Was haben wir hier noch Schönes? So, ein Schild. Jetzt noch irgendwas? Hier sind nur Artefakte rum. Ja, du sagst es, Nugget. Wie bei uns aus dem Keller. Überliegen nur Sachen rum, Messer und sowas. Naja. Huge. Und kein Platz mit unserem Betrag. Oh ne, das brauche ich nicht. Ich brauchte das. So. Das können wir dem dann geben. Das war's, ne? Ja. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Der Kiefer. Das ist sehr schön. Da freut man sich doch, wenn man so Sachen kriegt. Hat sich hier richtig gelohnt. Jetzt haben wir hier so einen halben Typen, die mit uns rumschleppen. Jedenfalls seine Fresser sozusagen. So, dann gehen wir wieder zurück. Hier sieht man übrigens auch die Monsterstufe schon vorher. Jetzt haben wir jetzt hier, jetzt sind wir drüber. So, gehen wir mal zurück in den Turm des Aufsehers und beenden das Ganze. Müssen wir noch ein bisschen Quatschi-Quatschi machen. So, wer will noch was von uns hier? Lani. Not all slaves believed Tula's lies. Some I know have managed to steal a ship and are soon to set sail for Namakanui. Hopefully, with these treasures on board, Valakor will bless their voyage and breathe deeply into their sails. No, I'm not going with them. I helped bring this curse down upon Oriath, so I'll help save what little there is left. Juhu! So, dafür lohnt sich das Ganze hier auch. For freedom. Deshalb macht man diese Mission. The High Priest is dead, yet the object of his devotion remains. There's no doubt you did all right bringing that man-turned monster to heel. But you weren't able to stop him fishing his master out of a river of blood. Damn. Sorry. I never could get that. Ah, ja, oder das Schatztor. Didn't seem right to polish the edges off. So, hier können wir auch noch was aussuchen. Und da gibt es mal wieder ein paar Juwelen. Das Ziel des Wilderers. Projektile durchbohren ein zusätzliches Ziel. 10% erhöhte Projektilschaden. Puh, ja gut, das ist das für Pfeile und für die Ballisten wäre das gar nicht mehr so schlecht. Und dann haben wir hier erhöhte Angriffsschaden und plus 1 zu Nahkampf. Was? Nahkampf, Schlagreichweite. Ja, Angriffsschaden. Aber Nahkampf, Schlagreichweite ist eigentlich nichts für uns. Können wir nicht so wirklich gebrauchen. Was haben wir hier? 10% mehr Mana-Regeneration. Das ist nicht so schlecht. 4% Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, das ist nicht viel, aber man merkt es vielleicht ein bisschen. Aber 4% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Das könnten wir gebrauchen für unseren Klingenwirbel. Mana-Regeneration auf jeden Fall. Jetzt sich das hier schnell wieder auffüllt. Bisschen schneller und 4% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Also Zauber haben wir ja, weil unser Klingenwirbel ist ja ein Zauber, dann können wir den vielleicht ein kleines bisschen, 4% ist jetzt nicht riesig, aber besser als gar nichts, bisschen schneller immer wieder neu zaubern. Und unsere Angriffsgeschwindigkeit ist dann auch ein bisschen erhöht. Also das ist jetzt nicht viel, aber es ist... ein bisschen mehr als, also auf jeden Fall besser als nichts. So, und 10% meiner Regeneration ist schon auf jeden Fall nicht schlecht, das nehme ich. Weil dank unserer, ja, wir hatten ja diese Mission mit den drei Räubern und da wir eine ja verschont haben, haben wir überhaupt so eine gute Mana-Regeneration, dass sich das immer wieder auffüllt, sonst sähe mir ein bisschen schlechter aus. Don't ever give up. Genau. Never get up, give up. War das nicht mehr ein Lied von, ach, wie hieß der nochmal?
Komm, sag Nugget, ich komme nicht drauf. Naja, werden wir noch gucken, oder? Ja, kann sein. Gut. Haben wir das auch. Dann, bei dem Brenz am Schädel. Haben wir diesen Level wieder ganz gut geschafft? Ja. Okay, machen wir es mal. Bestbringer. Kriegen wir noch mal ein bisschen mehr. Da müssen wir nur aufpassen, dass der nicht zu viel Mana reserviert immer, wenn man den einsetzt. Das ist aber auch ganz gut, um eben Gegner ziemlich stark noch zusätzlich zu vergiften. Und dafür ist er nicht so schlecht, aber kann man halt nicht immer laufen lassen. Aber ja, gut, dann sage ich mal, wir sind gut durchgekommen. Danke fürs Zuschauen. Nächster Akt geht's weiter. Dann müssen wir auf das Kathedralendach. Und da geht's an unseren Endgegner. Also da haben wir noch viele andere Gegner, die dann, die ganze Kathedrale hängt voll mit Monstern und so, wie das heutzutage also ist, oder damals, oder wann ist das überhaupt, keine Ahnung. Zumindest hier ist es so. Und wenn wir die alle durch haben, dann kommt der große Endkampf, und der wird wirklich groß. Ha. Aber das werdet ihr dann sehen. Beim nächsten Mal mit Karis Klaus und Nugget dem Huhn und Schöller ist wieder in seiner Eistruhe. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.